Was hast du zu berichten? Die Nadel wird nicht wieder stechen. Sehr gut, Eivor. Wer versteckte sich hinter diesem Namen? Meine Liebste, es gab einen Angriff auf dem Markt. Der Hafenmeister Gregori ist tot. Die Nadel. Er verkaufte beschlagnahmte Waren, um Silber für die Kammer zu beschaffen. Dazu war er gar nicht befugt. Wieso haben die Leute ihm geglaubt? Das Siegel des Rats. Diese Ratte. Das läuft aus dem Ruder. Dass er das in seinem Besitz hatte, ist äußerst beunruhigend. Ich muss zurück und das Julfest vorbereiten. Aber ich tue es mit gespitzten Ohren und offenen Augen. Passt auf euch auf! Ein wertvolles Siegel und ein Rätsel. Einer der vier ist unser. Einer der vier. Rixige, Faravid, Audun und... Hör, die vier Mitglieder des Rats. Wir sollten sofort ihre Räumlichkeiten durchsuchen, während sie mit dem Julfest beschäftigt sind. Ja. Ja. Komm, zum Archiv. Habe ich etwas übersehen? Das werden wir früh genug erfahren. Tagen die Ratsmitglieder. Die kenne ich. Waffen und Vorräte. Genug für einen kleinen Haufen Kämpfer. Kaum genug für Halfdans Armee. Das könnte der Grund sein, warum Faravid mehr Silber vom Rat fordert. Eine Liste mit Waren, die Jofavik für das Julfest benötigt. Das ist Auduns Handschrift. Einiges ist durchgestrichen. Woher nahm er die Mittel für solche Anschaffungen? Audun hat viele Verbindungen. Ein Wachssiegel. Es ähnelt dem aus der Kloake. Das Siegel, das du der Nadel abnahmst. Glaubst du, dass es jemand gestohlen hat? Lass uns weitersuchen. Dieser Tisch sieht aus, als wäre er hierhin bewegt worden. Er gehört hier. Er ist voller Silber. Auf dem Boden sind Kratzspuren. Hjörs Tisch stand mal an der anderen Wand. Wieso jetzt nicht mehr? Eine Geheimtür. Wo sie wohl hinführt? Bewache die Tür. Wurde Wein gelagert. Wer noch wegbrachte, war in großer Eile. Eine Ladung Wein wurde hier weggebracht und der Raum riecht nach Mandeln. Vielleicht ist der Wein vergiftet worden. Vermutlich der Wein für das Julfest. Glaubst du etwa, dass eines der Ratsmitglieder vorhat, alle Gäste zu töten? Es sieht so aus. Er ist es nicht. Nicht mein Chör. Er würde das niemals tun. Er... Reiß dich zusammen. Sobald wir alle Fakten haben, können wir über Hjör nachdenken. Jetzt müssen wir erstmal zum Julfest. Die Menschen dort schweben in Gefahr. Du hast recht. Zum römischen Amphitheater. Gehen wir. Thank you.
Siehst du den Wein? Nein. Dann haben wir noch Zeit. Der gesamte Rat ist anwesend. Jeder von ihnen könnte die Kammer sein. Halt Ausschau nach dem Wein. Ich spreche derweil mit den Ratsmitgliedern. Vielleicht verfangen sie sich in einer Lüge. Auch Hjör? Auch Hjör. Wenn er die Kammer ist, dann werde ich sicher nicht zulassen, dass ihr hier alle tötet. Jofina. Ich hab verstanden. Aber versprich mir eins. Rede mit mir, bevor du zuschlägst. Versprochen. Dann rede ich mal mit den Ratsmitgliedern. Ich erwähne den Wein und achte auf ihre Reaktionen. Vielleicht. Faravid! Auf ein Wort! Ah, Rengar! Wenn du mit mir kämpfen willst, lautet die Antwort ja. Jemanden wie dich könnten wir gegen die Pikten brauchen. Du darfst mich bitten, aber ich wähle meine Seite mit Bedacht. Trinkst du gern? Ha! Wenn das eine Herausforderung ist, nehme ich an. Sehr gut. Ich werde gleich mit Wein zurückkommen. Wein? Ach komm, wir trinken lieber Ale. Dann haben wir länger Spaß dabei, gemeinsam betrunken zu werden. Ich erwähne den Wein und achte auf ihre Reaktion. Vielleicht führt mich das zur Kammer. Welch entzückendes Festmahl. Audun hat sich wahrlich selbst übertroffen. Allerdings, der Großgräve von Jofavik hat eine strahlende Zukunft vor sich. Audun, anscheinend hast du ja doch Geld gefunden, um das Fest abhalten zu können. Du bist sicher glücklich. Da untertreibst du. Sieh nur, ich hätte mir keinen größeren Erfolg wünschen können. Bald wird das Festmahl aufgetragen und all diese Leute erhalten, was sie verdienen. Darauf sollten wir anstoßen. Ich hole uns etwas Wein. Nein, nein, ich darf nicht sündigen. Der Wein ist für die Bewohner Jofoviks. Aber trink du nur, sobald er ankommt. Allerdings, der Großgräve von Jofovik hat eine strahlende Zukunft vor sich, wenn er so... Sure. Wer war das? Da bist du ja. Ich war schon in Sorge. Dazu besteht kein Grund. Wir haben die Kammer hierher verfolgt. Er gehört zum Rat. Bist du sicher? Ja. Sobald ich weiß, wer es ist, bohre ich ihm meine Klinge ins Herz und beende die Sache. Bis dahin ist es wichtig, dass ich keinen Argwohn mit meinen Nachforschungen errege. Ich brauche deine Hilfe. Natürlich. Was soll ich für dich tun? Besauf dich so schnell du kannst. Was? Wieso? Ich brauche eine Ablenkung. Der Wein sollte bald ankommen. Trink 3 volle Becher und dann beginn mit dem Schauspiel. Das kann ich mir nicht leisten. Du musst eine andere Lösung finden. Tu es einfach. Ich werde das Silber in den nächsten Tagen haben. Vielen Dank, Bui. Natürlich. Allerdings, der Großgräve von Jofovik hat eine strahlende Zukunft vor sich, wenn er so weitermacht. Rücksäge. Ah, nimmst du auch am Festmahl teil, Eivor? Ich habe schlechte Nachrichten. Der Wein für das Fest ist leider verdorben. Natürlich. Wieso sollte ich etwas anderes erwarten? Ich werde ihn vernichten lassen. Vielleicht gibt es noch Wein in meinem privaten Lager. Ich schicke jemanden, ihn zu holen. Sonst noch etwas? Das ist alles. Genieße das Fest. Ich versuche es. Eivor, konntest du herausfinden, wer die Kammer ist? Ich glaube, ja. Jedes Ratsmitglied hat mir Gründe gegeben, es zu verdächtigen. Einige mehr als andere. Und wen hast du im Verdacht? Audun war es, der von Anfang an dieses Fest wollte. Er hat es geplant. Also hatte er auch Zugang zum Wein. Und er half der Äbtissin Ingiborg dabei, christliche Texte zu sammeln. Es stellte sich heraus, dass sie die Feuerprobe war. Ja. Ja, du hast recht. Und der Wein? Von allen Ratsmitgliedern wusste nur er, dass der Wein noch nicht da war. Als ich welchen anbot, verweigerte er sich und bestand darauf, dass er nur für die Gäste wäre. Aus diesen Gründen glaube ich, dass Audun die Kammer ist. Brüder, Schwestern, liebe Freunde, seid willkommen. Bevor wir anfangen,
möchte ich euch unsere Ehrengäste vorstellen. Einige von Jofroviks meist verehrten Persönlichkeiten geben sich die Ehre. Männer und Frauen, die die Stadt in diesen rauen Zeiten am Laufen gehalten haben. Daher freue ich mich, dass wir heute nicht nur Jul ehren, sondern auch die Edelinge, in deren tiefer Schuld wir anstehen. Der Wein. Audun ist die Kammer. Zu spät. Lassen wir die Gelegenheit nicht verstreichen. Nun bitte ich euch, ihre und eure Erfolge mit mir zu feiern. Trinken wir auf das, was ihr verdient und mehr. Verdammt! Und nun, betäubt und geblendet von eurer Lust nach Schlägerei und eurem närrischen Stolz, sage ich euch, was genau eine edle Abstammung ist. Ein Todesurteil. Eine neue Weltordnung steht bevor. Leider wird sie keiner von euch erleben. Bring die Ratsmitglieder in Sicherheit. Ich übernehme Audun. Los! Beschützt den König! Audun, spar dir den Atem. Es gibt... Was wolltest du mit alledem erreichen? Welche Reichtümer sind so viel Elend wert und den Tod von ehrbaren Männern und Frauen? Nur ein dümmlicher Geist würde sie ehrbar nennen. Sie sind privilegiert, langsam, selbstgefällig. Sie verschwendeten ihre Mittel. Ich sicherte unsere Macht durch Reichtum. Ich bin Teil der Zukunft eines wunderbaren Ordens. Du hast ehrliche Menschen ausgenutzt. Händler, Priester und Edellinge. Eivor, du liegst falsch. Deine primitive Kosmologie hält dich zurück. 9 Welten in einem Baum? Nein. 9 mal 9000 Welten. Mit ebenso vielen Sonnen. 9 Nächte hing ich an diesem Baum, opferte mich selbst, mir selbst. So sucht der Weise nach Weisheit. Zahllose Sphären, die unser Geschenk, unsere Erleuchtung erwarten. Ich lebe nur in einer Welt. Du lebst in keiner. Sehen, was du siehst. Eivor, hier drüben! Alles in Ordnung?
Uns geht es gut. Farawit und seine Leute haben König Rixige zurück in seine Halle gebracht. Alle sind in Sicherheit. Dann treffen wir uns dort. Scheißkerl. Das ist mir egal. Ich will antworten. Ruhig, König Rixige. Audun ist tot. Das beruhigt mich nicht. Ich wollte ihm persönlich die Wirbelsäule rausreißen. Du willst mich beruhigen? Fang an zu reden. Audun war mit einer geheimen Gruppe im Bunde, die Jofa-Weg übernehmen wollte. Er bekam Hilfe von zwei anderen. Grigori, dem Hafenmeister, und Ingiborg, der Äbtissin. Und du? Warst du seit dem Moment deiner Ankunft auf der Spur dieser Verschwörer? Ja, es durfte nur nicht bekannt werden. Diese Gruppe kann jeden erreichen und die Mauern jeder Stadt durchdringen. Wie Würmer in einem Apfel hätten sie Jofa-Weg von innen zerfressen, wenn wir es ihnen erlaubt hätten. Aber du konntest es verhindern. Wir sind dir zu ewigem Dank verpflichtet. Sei sicher, dass Jarl Halfdan davon erfahren wird. Ist die Bedrohung vernichtet, dann ist ja auch meine Verbundenheit gewiss. Ich verdanke dir mein Leben, so wie viele andere auch. Ich würde dich gerne zum Großgreve von Jofa-Weg ernennen, ehrenhalber. Nimmst du an? Das klingt jedenfalls gut. Du ehrst mich, Herr. Du hast es dir verdient. Wenn ich so frei sein dürfte... In den Hohlräumen unter den Straßen liegt ein großer Silberschatz. Wie wahr? Das Silber, das der Hafenmeister eingetrieben hat. Was schlägst du vor, damit zu tun? Schwer arbeitende Händler wurden ihrer Waren beraubt. Ehre das Julfest, indem du das Silber den ehrlichen Bürgern Jofa-Weg zurückgibst. Ein weiser Rat. Ich stimme zu. Gut. Ich sorge dafür, dass Hjör das Silber gleichmäßig verteilt. Komm, Farawit, hilf mir, den Schatz zu bergen. Ich könnte etwas frische Luft vertragen. Es gibt ein Sprichwort in Jarmaland. Nur die Toten dürfen sich beschweren. Und wir leben noch. Ich könnte ein paar Worte gegen den König oder das Schatzhaus vorbringen. Aber wozu? Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Vielleicht war es unser Schicksal, Harald Nordwege vorzuenthalten. Vielleicht ist es das noch. Nein. Nordwege liegt nun hinter mir. Und der Rest Englerlands vor mir. Gleichwohl, ich muss gehen. Warte. Solltest du uns je brauchen, wir kommen. Noch eine Sache... Das Silber auf deinem Tisch, ja. Es sät einen Zweifel in mir, also muss ich es wissen. Wofür ist es? Ich kann wohl auf die Überraschung verzichten. Ich habe einen Silberschmied angeheuert, um ein Geschenk für Yuffina schmieden zu lassen. Zum Julfest. Du Gauner! Ich werde dann lieber gehen, bevor ihr den Thron entweiht. Bis sich unsere Wege wieder kreuzen, Eivor. In dieser Welt oder der nächsten. Wenn es dich erneut nach Jofa-Weg verschlägt, trink ein Ale mit uns. Ich kenne ein Gasthaus die Straße runter. Scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die Vorerkunde.
eine. Ja, ja, eine letzte noch. Aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Auf diese Geschichte. Du siehst gut aus. Ich habe in Jofarvik den Orden der Ältesten mit Yuffinas und Chers Hilfe ausgelöscht. Und sollten wir sie je brauchen, werden sie da sein. Du erfüllst diese Aufgabe gut, Eivor. Wirst du bald zu den Verborgenen gehören? Ich bezweifle es. Prügeleien in Seitengassen bringen wenig Ruhm.